Backstage. Herzlich willkommen zum Backstage-Report bei Merlins TV. Heute unser Gast, Chris Tetzner, der Rückkehrer, nenne ich ihn mal, mit einer Saison Pause. Ist er dieses Jahr wieder im Kader der ersten Mannschaft der Crailsheim Merlins. Erstmal herzlich willkommen an dich und dann auch gleich die Frage. Chris, wie kam es dazu, dass du nach der Saison Pause wieder jetzt aktiv für die erste Mannschaft bist? Ja, ich hatte immer noch Bock auf Basketball und der Körper lässt es auch, gibt es auch noch her. Und ja, letzte Saison war ich halt nicht ganz sicher, wie das mit dem Arbeitsaufwand, wie man das vereinbaren kann. Und jetzt habe ich das eine Saison in der zweiten Mannschaft ja gemacht und gesehen und habe mich dann halt nochmal mit den Leuten zusammengesetzt und sind uns jetzt für die Saison halt einig geworden, dass es zeitmäßig im Rahmen passt. Und in der zweiten Mannschaft letzte Saison auch eine bedeutende Rolle gespielt, also auch eine Stütze der zweiten Danke. Mannschaft. jetzt die spannende Frage, du machst jetzt mittlerweile auch einen Job hier in Crailsheim, du arbeitest hier, hast parallel noch Basketball. Wie kann man das vereinbaren, wie funktioniert das? Oh, durch viele Stunden, die man halt irgendwie unterwegs ist. Nee, also ich bin morgens halt 7:30, 8 Uhr im Büro und dann 18:30, 18 Uhr raus, dann halt kurz die Sachen geholt, zum Training rüber und dann endet der Tag dann irgendwann um 21:30. Das ist dann natürlich nach 14 Stunden dann, ja, aber es geht. Es macht Spaß. Also Basketball ist ja so, dass es Spaß macht und deswegen klappt das auch. Sonst, wenn das Basketball jetzt nicht Spaß machen würde, würde ich es natürlich auch nicht machen. Jetzt ist deine Freizeit begrenzt. Was machst du in der Freizeit, wenn du mal eine freie Minute hast oder nach dem Heimspiel samstags? Gewonnen Freizeit. Und dann sonntags. Wie schreibt man das? Mit Ach so, ah, ja, ja. An diesem Sonntag, wo man dann nach Magdeburg fährt oder so. Nee, boah, was mache ich? Jetzt gerade zum Beispiel habe ich verfolgt das Tennisfinale in London. Ja, halt ein bisschen Sport gucken, ein bisschen rausgehen, spazieren, Freundinnen ein bisschen Zeit verbringen, die ja dann auch ein bisschen knapper ist. Ne? Ja, also die ganz normale Dinge, die jeder andere auch macht. Also du bleibst dem Sport treu. Jetzt bist du schon ordentlich rumgekommen. Göttingen, Bayreuth, Chemnitz, Mitteldeutscher BC. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Ja. Was ist denn das Besondere für die Merlins zu spielen? Was machen die Merlins aus im Vergleich zu den anderen Spielstätten? Ja, ich denke, ich hab ja schon vorher als Gegner hier öfter gespielt und weiß, wie unangenehm das war, hier zu spielen. Und ja, die besondere Stimmung bei der Halle. Also die Fans, kleine Halle, viele Leute drin und gibt natürlich ein besonderes Flair. Jeder, der schon mal da gewesen ist, weiß, wie es ist und das macht natürlich schon Spaß. Ein kleiner anderer Faktor ist natürlich auch, dass meine Freundin hier geboren ist und die Familie hier wohnt und ja, dann irgendwann mal beim Volksfest irgendwie hat das alles angefangen. Ja, die Story kannst du euch erzählen, da war Lucian Kieser nicht unbeteiligt. Ja, ich war eigentlich nach Abgabe meiner Abschlussarbeit irgendwie auf der Suche nach einem Verein und ja, hatte eigentlich mit Crailsheim jetzt gar nicht so auf der Rechnung und meine Freundin hatte gesagt, ja, du musst unbedingt zum Volksfest kommen, das ist halt unglaublich und musst herkommen. Und dann ja, bin ich halt hier gewesen und bin dann sage ich mal, in den etwas torkelnden Lucian Kieser reingelaufen, der mich dann gefragt hat, was ich hier mache. Und da habe ich gesagt, okay, ja, also auf Jobsuche sein. Ja, hey, da musst du doch gleich mit den zwei Leuten da reden. Und ich so, okay. Und dann, ich glaube, drei Tage später habe ich einen Vertrag unterschrieben. Ja, das war auch der Grund, warum du mitten in der Saison kamst und nicht schon zu Beginn da warst. Ja, genau. Ich war dann zum Ende der Vorbereitung. Ich habe meine Arbeit abgegeben, ich glaube, Mitte September oder sowas. Genau, und das war mir halt sehr wichtig, dass das irgendwo erstmal ein Haken hinter ist. Und ja, dann, dass man mal im Leben ein bisschen vorankommt. Seitdem der Lebensmittelpunkt in Crailsheim. Schön. Ja. Jetzt kannst du die Mannschaft von letztes Jahr vergleichen vom Zuschauen, die Mannschaft von vor zwei Jahren auch. Ich habe das Gefühl, wenn ich zuschaue, dass mittlerweile einfach ein Team auf dem Parkett ist. Wo liegen denn da die Unterschiede, dass dieses Jahr jetzt zu Beginn besser läuft wie die letzte Saison? Ja, ich glaube, letzte Saison kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe, glaube ich, zwei Spiele gesehen, die ich kommentiert habe. Bei Merlins TV? Ja. Ja, nee, das war, die Spiele, die ich gesehen habe, war halt relativ unstrukturiert. Teilweise von den Leuten auf dem Feld, dass halt ja, jeder so ein bisschen sein Ding durchgezogen hat und dass das halt einfach nicht funktioniert hat. Dieses Jahr ist es halt schon, dass wir als Mannschaft, also individuell trotzdem gute Leute sind und als Mannschaft sehr gut fungieren. Das heißt, woran liegt das? Das ist zum einen, würde ich sagen, weil wir eine reifere Mannschaft haben, ein bisschen ältere Mannschaft, ich glaube sogar mittlerweile die älteste Mannschaft in der Liga sind, aber das merkt man halt, dass die Leute halt irgendwo Kinder, verheiratet, die stehen mitten im Leben. Das ist nicht so, die fragen dich nicht, du sag mal, muss man diese Pizza irgendwie erst auswickeln, bevor man sie in den Ofen packt oder sowas. Und das merkt man halt auch auf dem Feld, im normalen Miteinander und das ist halt macht halt zum einen mehr Spaß und ist halt erfolgreich auf jeden Fall. Du sprachst es gerade an, eine erfahrene Mannschaft. Du bist ja mittlerweile auch in einem erfahreneren Basketballalter, ohne hier persönlich zu werden. wie siehst du deine Rolle in der Mannschaft, auf dem Feld, aber auch im Training und auf der Bank dann?
Im Training überleben, nach dem langen Arbeitstag. Nee, ja, in dem Sinne, ich habe mich schon immer als Feuerwehrmann gesehen. Also viele haben ja gesagt immer, dass man Allrounder sei oder was auch immer, nicht? Aber ja, also ich bin jetzt in ein Alter auch gekommen, wo man nicht mehr irgendwie darauf erpicht ist, irgendwie 20 Punkte machen zu wollen, sondern wirklich, wo es wichtig ist, am Ende das Spiel zu gewinnen. Das war natürlich in den jungen Jahren, dass man will auch ein bisschen punkten und was auch immer. Die Perspektive verschiebt sich dann halt so ein bisschen. Und ja, also jetzt bin ich überall da, wo ich gebraucht werde, so Feuerwehrmann-mäßig auch, ne? Wo geht's da noch hin die Saison? Mit dir, mit der Mannschaft? Oh, das werden wir sehen. Also wie gesagt, von Spiel zu Spiel denken. Jetzt momentan haben wir eine ganz gute Bilanz. ich denke, wir können zufrieden sein mit dem einen Gießen-Ausrutscher, okay. Wohin uns das noch weiterführt, werden wir sehen. Also ich denke, Playoffs sollten wir auf jeden Fall erreichen. Das ist der Muss mit der Mannschaft. Das wäre sonst sehr, sehr bitter, glaube ich. Und wenn man da drin ist, einen Heimvorteil vielleicht noch hat, dann weiß man, was möglich wäre. Vielen Dank, Chris Tetzner. Vielen Dank an den Feuerwehrmann. Ja. Und eine gute, gesunde, verletzungsfreie Saison an dich. Und schweißfrei anscheinend auch. Mir ist immer warm. Ich fange an zu schwitzen. Alles klar, danke. Bitte, bitte. Backstage.